Ja, moin moin und wieder ganz herzlich zurück, willkommen auf dem Kanal. Und wer mein Gedankenvideo, also meinen Senf dazu, schon gesehen hat zum Thema digital und analog, der wird sagen, ja, guck mal, der sitzt da genauso wie vorher. Ja, tut er. Ich nehme das Video nämlich genau direkt nach dem Dreh von dem mein Senf dazu Video auf. Und gut, worum geht's? Ihr habt vielleicht die Überschrift schon entnommen, und zwar habe ich eine neue Playlist erstellt und über die freue ich mich gerade sehr, weil die lautete Digitale Welten und in den digitalen Welten werde ich so ein paar Videospielsachen mal beleuchten. Wie ich schon in meinem Senf dazu Video gesagt habe, bin ich aktuell wieder so ein bisschen in die Videospielszene eingestiegen und habe mir da so ein bisschen was angelesen und auch was angeguckt und das würde ich natürlich gerne, weil YouTube-Kanal bietet sich an, auch mal mit euch teilen. Ob ihr da Bock drauf habt oder nicht, das weiß ich natürlich nicht. Vielleicht ist es aber auch eine Chance für Leute, die jetzt mal so am Rande Tabletop spielen, aber auch ein bisschen sich für Videospiele interessieren, vielleicht den Kanal dann doch ein bisschen häufiger zu folgen. Und ja, ich habe einfach Bock drauf und ihr wisst, wenn ich auf irgendwas Bock habe, das bringe ich auf den Kanal und entweder mögt ihr es auch oder nicht. Und ja, was soll ich dazu sagen? Digitale Welten. Worum soll es hier gehen? Ganz kurz mal erzählt. Es geht um Folgendes. Und zwar wird es erstmal ein, zwei Vorstellungen geben von eventuell von irgendwelchen Spielen oder auch immer alle paar Wochen mal ein aktuelles Video, was gerade an Spielen rauskommt, was mich persönlich interessiert. Also nicht jetzt hier die Kracher nach Verkaufszahlen oder weiß der Teufel was, sondern wie bei Board Games, wie ich das mache und wie bei Tabletop-Systemen, wenn mich was interessiert und ich mir das hole, beziehungsweise mich das so interessiert, dass es für mich eine Erwähnung wert ist, dann werde ich dazu was machen. Das stelle ich hier einfach online. Ihr könnt euch das dann angucken und auch gerne eure Kommentare dazu da lassen. Ich freue mich immer über Feedback. Und ja, wie wird sowas aussehen? Zum Beispiel einfach mal vielleicht eine Rezension über ein Videospiel, vielleicht mal eine Zeitschrift zum Thema Videospiel oder natürlich, wie gesagt, halt solche kurzen Videos, ich sag mal 10 Minuten, Viertelstunde oder was, wo ich sage, welche Spiele mich aktuell interessieren. Ich denke, das Erste, was davon rauskommen wird, das wird für die Nintendo Switch sein, weil wir die aktuell als Konsole hier haben, also unsere aktuellste Konsole. Und da im Moment so ein bisschen beide auf dem Trip sind und ja, gefällt uns ganz gut die Konsole. Wir sind jetzt beide nicht so die Hardcore-Gamer, die jetzt immer die neueste Grafik und die fetteste Konsole unterm Hintern haben müssen. Die Switch hat nach einer etwas längeren Pause bei uns jetzt Einzug gehalten, weil wir total angefixt waren von Octopath Traveler, muss ich ganz ehrlich sagen. Super schönes Spiel, wer auch Rollenspiele mag und wer zum Beispiel, ja, das habe ich immer noch hier liegen, weil, ne, vorhin schon in der Hand gehabt, wer solche Sachen hier in seiner Jugend, Kindheit, sonst was genossen hat, der sollte unbedingt da mal einen Blick drauf werfen. Aber das werde ich wahrscheinlich dann auch noch mal im Zuge von irgendeiner Liste vorstellen. Generell soll es hier einfach zwanglos und ohne festen Sendeplan, immer wenn ich was Schönes finde, auch nicht in festen Abständen, schon relativ regelmäßig, aber nicht jetzt irgendwie jede Woche oder jede zweite Woche oder weiß der Teufel, immer so, wie es gerade passt, haue ich hier was raus. Wenn er, na nu, da bleibt mir die Stimme weg, wenn er den Kanal abonniert und die Glocke läutet, dann kriegt er auch jedes Mal eine Nachricht. Wenn es Tabletop ist und das euch nicht interessiert oder irgendwie Magic oder was, dann klickt es einfach weg, aber ich kann auch jedem Videospieler nur raten, schaut euch auch mal Tabletop beziehungsweise auch mal Magic oder so an. Es ist einfach eine coole Sache und gerade Tabletop, das ist quasi Fleisch gewordenes Command & Conquer oder StarCraft oder so und es macht tierisch, tierisch Bock. Und man hat auch noch irgendwie den positiven Effekt, dass man A, seine Feinmotorik schärft, B, neue Leute kennenlernt, also echte Leute, ne, so im echten Leben, und sich mit denen treffen kann und mal ein Bierchen trinken kann und einen zocken kann. Und ja, noch ein Hobby hat, wo man einen Haufen Geld rein versägen kann, aber es macht wirklich Laune. Und deswegen, wenn euch das irgendwie interessiert, dann schaut mal hier auf dem Kanal rum. Ich habe diverse schon vorgestellt, macht euch über das Tabletop-Hobby auch schlau. Wir sind jetzt aber hier fürs Digitale. Und wie gesagt, das war jetzt so eine grobe Übersicht von dem, was ich jetzt gesagt habe, mir gedacht habe, was ich hier in der Playlist bringen möchte. Das ist für meinen Kanal, der ja Analog Games Channel heißt, natürlich ein bisschen außerhalb der normalen Spur. Aber ja, warum mal nicht so ein bisschen über den Tellerrand gucken? Und ich finde die Idee toll. Klar, ist ja auch von mir, ne? Und Blödsinn. Nein, ich finde, das passt, wie gesagt, Videospiele und Tabletop passt schön ineinander, auch von den Thematiken her. Und deswegen digitale Welten, hier jetzt quasi der Ankündigungstrailer. Und ich habe natürlich auch schon ein, zwei Videos vorproduziert. Die gibt es jetzt auch zeitnah. Die werde ich euch jetzt über Weihnachten so um die Ohren hauen. Dann habt ihr auch was zu gucken. Und ich bin jetzt erstmal raus und bin ganz motiviert und mache jetzt auch weiter. Wenn es euch gefallen hat, dann
lasst gerne einen Daumen da, lasst noch lieber ein Abo da und wenn ihr die Glocke läutet, dann seht ihr wie gesagt auch, weil es hier nicht regelmäßig vonstatten geht, wenn ein Video kommt und dann könnt ihr ja gerne mal reinschauen. Ich freue mich immer, lasst auch gerne eure Kommentare da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.